Das Domaquarell hat anlässlich der Feierlichkeiten zum 10-jährigen Jubiläum mit der Konditoreninnung Berlin zu einem Geburtstagstortenwettbewerb eingeladen. Ich habe eine spanische Vanilletorte kreiert. Das ist mit Marzipan und gehackte Kuvertüre und Vanille, Milchcreme und Grand Marnier Konzentrat. Als Geschmacksrichtung habe ich Zitrone und Himbeer gewählt, als Buttercreme, weil es sehr fruchtig und frisch ist und zusammen mit einer süßen Nougatcreme eine harmonische Füllung ergibt. Meine Hauptkreation ist eine dreistöckige Torte. Ich habe obendrauf das Torwächterpärchen gemacht. Meine Torte ist die Torte mit dem Trabi obendrauf. Fische. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen im Namen der Union Investment zu unserem 10-jährigen Jubiläum. All das, was sich hier jetzt mittlerweile abspielt bei einer Vollvermietung, sicherlich eindrucksvoll. Dies ist ein geschäftlicher Erfolg. Und in Berlin sind Sie einer der großen Investoren und ein seriöser Investor, der nicht nur den schnellen Euro haben möchte, sondern langfristig nachhaltig investiert. Das ist hier passiert und an anderen Orten dieser Stadt auch. Auch dafür sind wir dankbar. 10 Jahre Cityquartier Domaquarell mit Zukunft für das Gebäude, aber natürlich für die Menschen, die hier auch arbeiten. Und insofern allen Beteiligten nach wie vor alles Gute. Guten Grund zum Feiern. 10 Jahre. Herzlichen Glückwunsch. Im Cityquartier Domaquarell wurde ein Raum geschaffen, in dem Arbeiten, Wohnen, Einkaufen, Genießen und Entspannen auf hohem Niveau möglich sind. Das Domaquarell genügt den höchsten Ansprüchen namhafter, international operierender Unternehmen. Welche mehrschichtige Köstlichkeit heute am Ende das Rennen macht, hat eine fachkundige Jury im Vorfeld dieses Presseevents entschieden. Und der Gewinner des dritten Preises ist Lisa Treichel aus dem Hause KDW. Ja, der Gewinner des zweiten Platzes ist Daria Romenski von der Konditorei Café Lebensart. Herzlichen Glückwunsch. Und der Gewinner des ersten Platzes ist Konrad Weiland von der Konditorei Confiserie Reichert. Ich fand die Siegertorte wirklich einmalig, sowohl vom Geschmack als auch von der wirklich Kreativität. Einmalig super, hochinteressant für so junge Leute, die gerade mal auf dem halben Wege ihrer Lehre sind. Ja, es ist einzigartig, es hat einen besonderen Charakter. Mitten in der historischen Mitte Berlins gelegen, vis-à-vis vom Berliner Dom, demnächst vom Humboldt-Forum. Natürlich eine ganz besondere Situation und ein Quartier, was nicht alltäglich ist.